Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Jahresauftakt 2021 der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer. In diesem Jahr zum ersten Mal virtuell. Bevor wir die Veranstaltung beginnen, noch einen technischen Hinweis. Dass Mielőbb megérkezünk, rendezvényszeretnék egy technikai tanácsot adni a Zoom-plattformhoz. An der unteren Bildleiste finden Sie ein kleines Globus-Symbol und dort können Sie die Sprache einstellen, auf der Sie die Veranstaltung verfolgen wollen. Also entweder auf Deutsch im Original, dann halt abwechselnd Deutsch oder Ungarisch oder auf Ungarisch. Und bei einigen wird vielleicht statt Ungarisch ausgeschrieben sein Japanisch. Also dann bitte Japanisch verwenden. Bevor jetzt unser Präsident Sávos András zu Ihnen spricht, wollen wir Ihnen einen kleinen Jahresrückblick in Bildern zeigen. Leider konnten wir 2020 kaum Live-Aufnahmen ermöglichen, deshalb dieses Jahr etwas schlichter. Bild ab. Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrter Herr stellvertretender Minister, sehr geehrte Partner und Medienvertreter und vor allem liebe Mitglieder. Heute bestreiten wir unseren Jahresauftakt bereits zum fünften Mal. Die Umstände sind aber alles andere als traditionell. 2020 war für uns alle ein herausforderndes Jahr, menschlich, gesellschaftlich und geschäftlich auch. Aber bleiben wir natürlich optimistisch. Eigentlich sind wir sehr optimistisch. Ich möchte Ihnen kurz darstellen, was 2020 für die DUHK und ihre Mitglieder bedeutet hat und würde
das nun gern auf Ungarisch tun. Akkor most magyarul folytatom tovább. A kamara legfőbb feladata tavaly a koronavírus ellenére sem változott. Célunk továbbra is az volt, hogy hatékonyan segítsük a tagvállalatok sikeres működését, versenyképességét. Ezt nagyon széles körűen tettük meg, és tesszük majd a jövőben is. Ez alatt értem azt, hogy konkrét üzleti szolgáltatásokat nyújtunk, naprakész, gazdasági és jogi információkkal látjuk el tagjainkat, a hozzánk fordulókat, hatásos érdekképviselettel rendelkezünk, és kapcsolati hálónkon keresztül tudjuk ezeket érvényre juttatni. Azt gondolom, hogy ebben 2020 folyamán nagyon jól teljesítettünk. Egy nagyon-nagyon fontos mutatószám, amit mi nagyon komolyan veszünk, az az, hogy hogyan alakul a tagjainknak a száma. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2020-ban stabil maradt, sőt, el kell mondanom, hogy öttel megemelkedett, így az év végén összesen már 926 taggal büszkélkedhettünk. Tudjuk, hogy a járvány következtében számos tagvállalat nehéz, nem egy esetben nagyon súlyos gazdasági kihívásokkal szembesült. Ezért egy pár szóban kitérnék a kamara munkáját meghatározó makrogazdasági környezetre. Tavaly a koronajárvány megfékezésére hozott korlátozások miatt a német GDP több mint 5%-kal csökkent. Hasonló mértékű visszaesésre lehet számítani itthon Magyarországon is. Ez a visszaesés megmutatkozott a kétoldalú kereskedelemben is. A Németországba irányuló magyar kivitel mintegy 5%-kal zsugorodott, a behozata a Németországból csak nem 10%-kal. Ennek dacára Németország a magyar gazdaság legfontosabb partnere maradt. A tavalyi külkereskedelem mintegy 53 millió eurót tett ki. A német befektetők Magyarországon továbbra is több mint 200 ezer embernek adnak munkát Magyarországon. Egy ilyen történelmileg is egyedülálló helyzetben mit tud nyújtani a német-magyar kamara? A tavalyi évben két kettős feladat előtt álltunk. Egyrészt igyekeztünk, hogy az aktuális járvány okozta nehézségek leküzdéséhez konkrét támogatást nyújtsunk a cégeknek. Másrészt továbbra is foglalkoztunk azokkal a kihívásokkal, témákkal, amelyek hosszú távon erősítik a vállalatok versenyképességét. A konkrét válságkezelést többféle módon is segítettük. Az év elejétől próbáltunk aktuális és pontos tájékoztatást adni a cégeknek a járványügyi helyzetről és a gazdasági intézkedésekről. Itt szeretném külön kiemelni a DHK egyik jeles kollégáját, Dirk Wölfert, aki gondoskodott arról folyamatosan, hogy nagyon áttekinthető formában, táblázatos formában ezeket át tudjuk látni. Ez mindenkinek sokat segített. Honlapunkat például tavaly kétszer annyian keresték fel, mint 2019-ben. Tavasszal többször előfordult, hogy csaknem 3000 látogatónk volt naponta. Azt gondolom, hogy ez egy olyan visszajelzés, amit mi borzasztóan figyelünk, és nagyon nagyra értékelünk, és köszönjük mindenkinek. Emellett rengeteg egyéni céges megkeresést válaszoltunk meg. Többek között olyan témákban, mint a be- és kiutazási szabályok, kormányzati intézkedések, vagy egyéb más jellegű egyéni támogatási lehetőségek. Végezetül a járvány kezdete óta intenzív párbeszédet folytattunk a magyar kormánnyal tagvállalataink érdekében. Március eleje óta részt veszünk azon a felső vezetői fórumon, ahol több minisztérium és kormányzati szerv, valamint a legfontosabb üzleti szervezetek képviselői hetente egyeztetnek válságkezelési és gazdasági kérdésekről.
Ezen a fórumon számos javaslatot tettünk a kormány felé, amely nagyon rövid időn belül, sokszor napokon belül jogszabályban öltött testet, mint például a német mintán alapuló Kurzarbeitergeld bevezetését is. Szeretnénk ezen a helyen köszönetet mondani a magyar kormánynak, hogy igen nyitott volt és rugalmasan reagált az üzleti világ felvetéseire. A járvány okozta kihívások mellett természetesen továbbra is végeztük a hagyományos feladatainkat. Tavaly is folyamatosan támogattuk a vállalatok napi működését, valamint hosszú távú versenyképességüket erősítő erőfeszítéseit. Tavaly is megszerveztük a magyar és német üzleti partnerek közvetítését, bár többnyire virtuálisan. A DUHK kollégái nagyon gyorsan meg tudták oldani, hogy interaktív módon tudjuk ezeket a fontos interaktív online módon tudtuk megtartani ezeket a rendezvényeinket. Ennek részeként tavaly Debrecenben létrehoztuk állandó bázisunkat, a német infopontot, az ottani kereskedelmi és iparkamarában. Másik szívügyünk továbbra is a képzés, és ezen belül is a duális típusú szakképzés maradt. Tavaly már 8. alkalommal ítéltük oda szakképzési díjunkat, miközben állandó tagként folyamatosan részt veszünk az Országos Szakképzési Innovációs Tanács munkájában. Ugyancsak folytattuk aktív szereplésünket, például a Netzwerk Digital, azaz a hálózat a digitalizációért tevékenységében, és folytattuk a Tech Csajok című rendezvénysorozatunkat is, amely arra törekszik, hogy minél több lányt, nőt csábítson műszaki területekre. Abschließend möchte ich mich herzlich bedanken bei den Mitarbeitern der Kammer für ihre hervorragende Arbeit, bei unserem Partner für die konstruktive Zusammenarbeit, bei unseren Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement und vor allem bei unseren Mitgliedern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Ich kann Ihnen versichern, dass wir auch in diesem Jahr alles daran setzen werden, dieses Vertrauen mit unseren Angeboten und Dienstleistungen zu rechtfertigen. Nun möchte ich das Wort an Gabriel Bernauer übergeben, der Ihnen mehr zu unseren Plänen für 2021 berichten wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, jó napot kívánok mindenkinek. Vielen herzlichen Dank, Präsident Sávos, vielen Dank, András. Sehr geehrter Herr Botschafter Heindl, sehr geehrter Herr Vizeminister Madjar, liebe Mitglieder unserer DUIHK. 2021 wollen wir unter das Motto stellen, gemeinsam Chancen verwirklichen. Und gerade jetzt in dieser unsicheren und kaum planbaren Zeit ist wichtig, dass wir zusammenstehen, zusammenhalten und zusammen Wege suchen, wie wir gemeinsam erfolgreich weiterkommen. Wir haben wohl noch einige schwere Monate vor uns, hatten im letzten Jahr viel gelernt, zahlreiche Schwierigkeiten gemeistert und zählen mit unserer Kammer, wie es Herr Präsident Sávos vorhin sagte, zum Glück zu denen, die sozusagen mit einem blauen Auge davongekommen sind. Trotzdem sollten wir heute diejenigen nicht vergessen, die in dieser Pandemie materielle und finanzielle Einbußen erlitten haben, in ihrer Existenz gefährdet sind oder gar Freunde, Bekannte und Familienmitglieder verloren haben.
Wir starten in 2021 und es soll ein besseres Jahr werden. Auch hier wollen wir als DUIHK unsere Mitglieder, Kunden und Partner optimal unterstützen. Thematisch konzentrieren wir uns dabei, wie in der Vergangenheit, auf diejenigen Herausforderungen und Themen, vor denen unsere Mitgliedsfirmen in der Praxis stehen, sowohl durch unsere Interessensvertretung, aber auch durch viele praxisrelevante Angebote und individuelle Lösungen. Ich möchte das gerne an 5 Punkten kurz ausführen. Erstens, wir sind für unsere Mitglieder da. Auch und gerade in dieser Zeit, wo das physische Treffen schwierig ist, stehen im Zentrum unserer Aktivitäten die Interessen unserer Mitglieder. Präsident Szabo sprach über die regelmäßigen Konsultationen mit der Regierung, auch in dieser Corona-Krise, und über die stets aktuellen Informationen, wichtige Orientierung, die auf unserer Homepage zur Corona-Lage, zur Situation in Deutschland, zur Reise nach Deutschland stehen. Und auch daneben stehen wir selbstverständlich wie immer einzelnen Unternehmen in schwieriger Situation zur Seite und unterstützen sie. Doch wir blicken auch weiter nach vorne auf die Zeit nach Corona. Mit Fachkräftesicherung, die Welt wird sich drehen. Jetzt schon gibt es Zeichen, dass auch in der Zukunft gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter der entscheidende Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sind. Deswegen unterstützen wir weiterhin die duale Berufsausbildung und bieten professionelle Angebote zur Qualifizierung über unser deutsch-ungarisches Wissenszentrum. Die Digitalisierung ist ein Thema, mit dem wir uns auch im nächsten Jahr verstärkt beschäftigen. Sie verändert geradezu alle Parameter unseres Wirtschaftens. Als Gründungspartner im Netzwerk Digital vermitteln wir gerade für mittelständische Unternehmen Impulse für die eigene digitale Transformation. Und Schwerpunkte in diesem Jahr wird neben der Vorstellung von Praxisbeispielen das Thema E-Government und die digitale Neugestaltung interner Prozesse sein. Ziel ist auch hier, dass wir die Brücke schlagen zu einer nachhaltigen Erfolgsgeschichte. Als Kammer kümmern wir uns seit Jahren um Umweltthemen, erneuerbare Energien, Energieeffizienz. Und auch in Ungarn und auf europäischer Ebene rücken Klimaschutz und Nachhaltigkeit immer stärker in den Fokus. Und deswegen werden wir uns auch mit diesem Thema verstärkt beschäftigen. Wir haben im letzten Jahr beschlossen, hierzu einen besonderen Arbeitskreis zu gründen, der diesen Schwerpunkt in den Kern seiner Tätigkeit stellt. Ein letzter Punkt hier ist mir noch wichtig, und zwar das Engagement seitens unserer Mitglieder. Die hohe öffentliche Wertschätzung, die wir als Kammer, als Vertreterin der deutschen Wirtschaft in Ungarn genießen, die wäre nicht möglich ohne den fachlichen Input unserer Mitglieder. Deshalb bitten wir Sie, bleiben Sie auch in diesem Jahr bei uns, mit uns, geben Sie uns Ihren Input. Wir brauchen das, um in unseren Umfragen, um in den Arbeitsgruppen hier auch qualifiziert Ihre Interessen vertreten zu können und fundierte Entscheidungshilfen hier für geschäftliche und wirtschaftspolitische Fragen geben zu können. In unserer Homepage sehen Sie ab heute Nachmittag hier dieses Bild, wo wir in unserem Flyer diese Schwerpunkte für das laufende Jahr zusammenfassen. Wir haben dort eine
Darstellung der geplanten Veranstaltungen. Natürlich ist es in dieser Zeit etwas schwierig. Wir möchten aber gerne darauf hinweisen, womit wir uns beschäftigen und was wir Ihnen alles gerne geben wollen. Ein neues Format wollen wir anbieten, die IHK im Dialog, eine Plattform für den direkten Austausch mit Wirtschaftsexperten, Politikern, kurz gesagt interessanten Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens, auch wenn wohl fürs Erste dieser Austausch nur digital geschehen werden kann. Aber wir wollen für Sie da sein, wir wollen mit Ihnen da sein, wir wollen Ihnen Leistungen, Informationen, Erfahrungsaustausch bieten, sowohl digital wie auch im Präsenzformat. Gemeinsam Chancen verwirklichen hatte ich als Motto hier angegeben und gerne schließe ich jetzt dieses Statement mit einem herzlichen Dank auch von meiner Seite an alle unsere Mitglieder, Freunde und Partner, die unsere Tätigkeit unterstützen und erst möglich machen. Nicht vergessen möchte ich dabei natürlich unser hochkarätiges, aktives Ehrenamt, hier vertreten durch unseren Präsidenten Andras Savos, unsere kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vorhin, glaube ich, auch zu Recht von unserem Präsidenten gelobt, unsere Partner in Politik und Verwaltung in Ungarn und in Deutschland und verbinde diesen Dank sehr gerne mit der Bitte an die beiden Redner, Herrn Vizeminister Leventi Modja und Herrn Botschafter Johannes Heindl, die jetzt nach mir sprechen werden, dies an den entsprechenden Stellen herzlichst weiterzugeben. Meine Damen und Herren, liebe Mitglieder, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf weitere Zusammenarbeit und gemeinsame Erfolge. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Brennau úr, azt hiszem, egy jó áttekintést kaptunk a tavaly évről, és egy kitekintést az idei évre, és most szeretném felkérni Magyar Levente miniszterhelyettes úrat és parlamenti államtitkár úrat a külgazdasági és külügyminisztériumból, hogy tartsa meg a köszöntőjét a tagság felé, és akkor kapcsolnánk is a külügyminisztériumot. Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nagykövet úr, tisztelt elnök úr, tisztelt ügyvezető úr, kedves cégvezető partnereink. Köszönöm szépen a meghívást, amely eseményen a miniszterem képviseletében veszek részt. Miniszter úr éppen kormányülésen van, és részben arról tanácskoznak a mai napon, hogy milyen újabb programokat lehetne kellene indítani annak érdekében, hogy részben a német tulajdonú vállalatokat, a magyar gazdaság szereplőit továbbra is segítsük, és még a korábbiaknál is hatékonyabb eszközökkel segítsük annak érdekében, hogy ezt a nehéz időszakot a lehető legkisebb kárra vészeljék át, és ha lehet, egyáltalán ilyet remélni, és azt gondolom, hogy a mi esetünkben lehet, akkor még megerősödve is kerüljenek ki ebből a periódusból. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a 2020-as év az valóban számos kihívást tartogatott. Talán sokszor vagyunk hajlamosak sötétebb tónusokban beszélni erről az időszakról, mint amennyi nehézséget valójában jelentett a pandémia és annak a gazdasági következményei. Hiszen, hogyha a számokat megnézzük, akkor azért az összkép nem olyan borús, ahogyan sokszor azt szubjektíven megéljük. Nyilván nem ide számítva azokat az esetleges személyes veszteségeket, amelyeket elszenvedtünk az elmúlt évben, nyilván a személyes veszteséget sem minden tudja pótolni, de hogyha a gazdaságról beszélünk, és a gazdasági mutató számokról, akkor azért kétségbeesésre nincsen ok, noha még egyszer sokszor a média talán ebben nagy szerepet játszott, sokszor úgy mutatjuk be a helyzetünket, mintha valami kisebb katasztrófa történt volna. Nem gondolom, hogy így van. A magyar gazdaság esetében legalábbis biztos nem így van. Nem rendelkezünk még végleges adatokkal arra nézve, hogy a 2020-as gazdasági visszaesésünk milyen mértékű volt, de az előzetes adatok arra mutatnak, hogy nem fog sokkal
eltérni attól, amit talán az elnök úr említett, tehát valahol abban a sávban lesz, ahol a német visszaesés, legalábbis mi erre számítunk, nagyságrendi eltérés szinte biztos, hogy nem lesz. Önmagában nyilván ez egy eléggé drámai szám, de hogyha kontextusában vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy messze nem a legrosszabb Európában, sőt, talán inkább az első harmadban, vagy az első 50%-ban lesz, ami egy ilyen nyitott gazdaság esetén, mint a magyar, nagy teljesítmény, hiszen emlékezzünk vissza arra, hogy amikor legutóbb gazdasági válság volt Európában és a világon, akkor bizony Magyarország az első európai ország volt, Görögországot nem számítva, hogy Görögország után, amelyiket szó szerint tértre kényszerített a válság, hatalmas mentőcsomagért kellett az IMF-hez folyamodnunk, és összeomlott a költségvetésünk. Ettől most hála Istennek nagyon messze vagyunk, ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság fundamentumai jelentősen erősebbek, mint 10 évvel ezelőtt voltak. Részben egyébként nyilván a kormány bölcs döntései mellett annak köszönhetően, hogy például a német cégek igen aktívak voltak ebben az időszakban is, és hozzájárultak ahhoz, hogy egy termelő bázisában megerősödött és a reál teljesítményében megerősödött gazdaság nézzen szembe a mostani nehézségekkel. Néhány számot erre vonatkozóan, tisztelt hölgyeim és uraim. 2014 és 2020 között, tehát az elmúlt 7 évben, amióta a külügyminisztérium külgazdasági feladatokat is ellát, és ezen minőségében a beruházás befektetés ösztönzésért is felel, nagyon jelentős német tőke érkezett az országba. Hogyha számszerűsíteni szeretném, akkor azt tudom mondani önöknek, hogy 134 nagy szabású német kötődésű beruházás történt, tehát az elmúlt 7 évben, és ezeknek az összértéke mintegy 7 milliárd euró, tehát körülbelül 2500 milliárd forint, ami azt gondolom, hogy egy szemmel látható összegnek számít német vonatkozásban is. Ugyanakkor történt egy érdekes változás, ami nem élünk meg tragédiaként, mert hogy nem az, de egy érdekes tendenciára mutat rá. Ez pedig az, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy míg a rendszerváltás óta szinte minden évben a német vállalatok, illetve Németország szerepelt a magyarországi befektetők listájának az első helyén, addigra ez a helyzet megváltozott, és most már második éve Korea, Dél-Korea a legnagyobb befektető Magyarországon. Hogyha ez egyszer fordult volna elő, azt mondanám, hogy azt gondolhatnánk, hogy ez egy véletlen műve, de miután kétszer egymás után így alakult, és azt gondolom, hogy a 2021-es év is tartogathat meglepetéseket e tekintetben, azért ez most már egy tendenciának látszik, ami még egyszer a világ gazdaságában végre menő változásokat híven tükrözi, de egyben azt is jelenti, hogy ma már nem Németország a legnagyobb zöldmezős beruházó Magyarországon. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy még mindig a német tőke játssza a legmeghatározóbb szerepet a magyar gazdaságban, hiszen a magyar befektetett, külföldről befektetett magyarországi tőkeállománynak mintegy 1/5-ét Németországhoz lehet kötni. Ez egy rendkívül nagy arány. Így az a tétel továbbra is megáll, hogy Németország Magyarország első számú befektetője, Németország Magyarország első számú kereskedelmi partnere, legfontosabb gazdasági partnere, és mint ilyen a magyar gazdaság stabilitásában és fejlődésében, növekedésében nélkülözhetetlen szerepet játszó ország. Ez nem fog megváltozni. Az, hogy keletről most már több tőke érkezik Magyarországra, az egy természetes folyamat, nyilván Németországban is érzékelik ennek a hatásait, de azt el kell itt mondanom, hogy mi azzal számolunk, hogy a német vállalatok, amelyek Magyarországot választották termelésük helyszínéül, vagy másfajta hozzáadott értéket hoztak Magyarországra az elmúlt 3 évtizedben, továbbra is Magyarországon képzelik a hosszú távú jövőjüket. Ezt a feltételezésünket egyébként alátámasztják a felmérések, hiszen ahogy azt rendre elmondjuk, a német-magyar politikai kapcsolatoknak a dinamikájától teljesen függetlenül a német ipari szereplők jellemzően megtalálják a számításokat Magyarországon, és újabb beruházásokban érdekeltek.
Természetesen politikai síkon is törekszünk a lehető legkiegyensúlyozottabb kapcsolatokra Németországgal. Nagykövet úr erről talán majd fog részletesebben beszélni. Én konkrétumokat itt nem érintenék, de azt hangsúlyoznám, hogy bárhogyan is alakuljon az idei választási év Németországban, és utána a magyar belpolitikai folyamatok, nekünk egy horgonyunk külpolitikai értelemben és külgazdasági értelemben is Németország és a Németországgal való lehető legszorosabb együttműködés az élet minden területén, ahol közös érdekeket tudunk azonosítani. Egy utolsó megjegyzést engedjenek meg, tisztelt hölgyeim és uraim, azzal kezdtem, hogy a kormány újabb válságkezelő és növekedés ösztönző program kidolgozásán dolgozik, ami a magyar gazdasági szereplőket segíteni. Eddig is jelentős eszközöket vonultattunk fel ennek érdekében, így közel 100 német vállalat, mint egy 400 millió eurónyi beruházást hajtott végre ennek a kormányzati támogatásnak köszönhetően. Ez egy komoly szám, azt gondolom, és tükrözi azt az elkötelezettségünket, hogy továbbra is segítsük a magyar gazdaság és ipar szereplőit abban, hogy 2020-21-ből, ebből a nehéz időszakból megerősödve kerüljenek ki. Számítunk önökre, és önök is számíthatnak ránk ebben az esztendőben is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönjük, miniszterhelyettes úr, ezt a szép áttekintést a magyar gazdaságról, illetve a magyar-német gazdasági kapcsolatokról. És akkor nem is szaporítom a szót, hanem átadnám a szót a nagykövet úrnak. Wir schalten deshalb jetzt gleich in die deutsche Botschaft hier in Budapest. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter helyettes úr, tisztelt elnök úr, sehr geehrte Aufsichtsrat, Vorstands- und Beiratsmitglieder, sehr geehrte Mitglieder der DUIAK, Kefe Schwendigek. Örülök, hogy beszédet tartotok, ezen o német magyar ipari és kereskedelmi kamaráren beszéljen. Bei dieser Geste meines sprachlich guten Willens will ich es mit Rücksicht auf Ihre Geduld bewenden lassen. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Ich freue mich deshalb, weil die Förderung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu den zentralen Aufgaben unserer Botschaft gehört und uns der Kontakt mit Ihnen natürlich sehr wichtig ist. Ein Kontakt freilich, den die Covid-Pandemie leider bisher sehr erschwert hat. Doch es gilt der Grundsatz, den einst schon unser Kaiser, ich rede natürlich von Franz Beckenbauer, in seinem gesanglich vielleicht nicht ganz so geglückten Ausflug in die Schlagerwelt beschwor: Gute Freunde kann niemand trennen. Tatsächlich hat sich die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Kammer und der Botschaft, vor allem während der Corona-Krise, sehr bewährt aus unserer Sicht. Und dafür sind wir der DUIHK und Ihnen allen sehr dankbar. Schon während der ersten Welle vor fast einem Jahr im Frühjahr setzte ein Mechanismus ein, bei dem jedes Zahnrad unserer beiden Institutionen ineinander griff. Die Botschaft und die DUIHK sammelten die Anliegen der deutschen Firmen in Ungarn. Während die Botschaft deutsche Stellen einschaltete, trug die DUIHK die Probleme und Lösungsansätze in regelmäßigen Konsultationsrunden der ungarischen Regierung vor. Und nicht von ungefähr hielt daraufhin, aufgrund eines Vorschlages der Handelskammer, zum ersten Mal eine Kurzarbeitsregelung Einzug im ungarischen Portfolio der Krisenbekämpfung. Wir alle versuchten über unsere jeweiligen Kontakte die Unklarheiten beim Grenzübertritt von Geschäftsleuten auszuräumen und darauf hinzuwirken, dass der grenzüberschreitende wirtschaftliche Austausch möglichst wenig Schaden nimmt. Denn zu wichtig ist dieser Austausch für unsere beiden Länder, darauf haben die Vorredner schon hingewiesen. Deutschland ist seit Jahren Ungarns wichtigster Handelspartner. Mehr als ein Viertel der ungarischen Ausfuhren gehen dorthin. Die Direktinvestitionen aus Deutschland in Ungarn beliefen sich zuletzt auf fast 19 Milliarden Euro. Sie machen ca. 20% aller ausländischen Direktinvestitionen aus. Ende letzten Jahres hat Herr Außenminister Szijjártó in der Presse darauf hingewiesen, dass die meisten der 2020 von Ungarn geförderten Großinvestitionen im Land aus Deutschland kommen. 19 an der Zahl. Die Förderung durch Ungarn ist gut angelegt, auch das möchte ich betonen, denn sie nutzt der ungarischen Volkswirtschaft, nicht nur, weil deutschen Unternehmen Steuern bezahlen,
sondern weil sie auch einen großen Teil ihrer Gewinne wieder im Land reinvestieren. In den letzten Jahren durchschnittlich 1,1 Milliarden Euro pro Jahr. Ungarn kann nach dem Ende der Pandemie und sich aufhellenden Wirtschaftsaussichten, da sind sich alle Analysten einig, schon bald einen fühlbaren Aufschwung erleben. Nachdem die Krise auch die Fragilität international komplexer Lieferketten offengelegt hat, kann es sogar von Nearshoring-Überlegungen europäischer Firmen profitieren. Das alles spricht sehr für die Attraktivität des Investitionsstandortes Ungarn. Kostenvorteile, staatliche Fördermaßnahmen, gute Infrastruktur und ein flexibler Arbeitsmarkt, all das sind überaus wichtige Faktoren. Aber entscheidend ist am Ende das Vertrauen, das ein Investor in die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen als in die Rechtssicherheit haben kann. Hier ist es in letzter Zeit in einzelnen Bereichen zu teilweise nicht ganz einfachen Diskussionen gekommen. Ich glaube, es ist im Interesse aller, der ungarischen wie der deutschen Akteure, sicherzustellen, dass jede Investition, die in diesem Land getätigt wird, und zwar unabhängig davon, in welchem Bereich, auf die Verlässlichkeit der Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen und auf ein Fairplay vertrauen kann. Alles andere wäre kontraproduktiv. Gerade jetzt in diesen Zeiten der Krise brauchen wir vor allem gute Nachrichten über den Investitionsstandort Ungarn. Dass es gelegentlich Probleme gibt, das ist normal. Entscheidend ist, dass wir zu ihrer Lösung zusammen konstruktiv und partnerschaftlich beitragen. So wie wir es bisher immer geschafft haben in unserer traditionell sehr engen, vertrauensvollen bilateralen Zusammenarbeit, nicht nur im Bereich Wirtschaft. Unsere beiden Länder, das ist eine Binsenweisheit, sind geschichtlich und kulturell eng miteinander verbunden. Trotz aller nationalen und regionalen Unterschieden und daran werden Wahlen, Sie, Herr stellvertretender Minister, haben darauf hingewiesen, auf das Superwahljahr in Deutschland, diese Wahlen werden daran nichts ändern, was immer bei diesen Wahlen auch herauskommen mag. Ungarn ist zudem eines der wenigen Länder, in denen es noch eine substanzielle und aktive deutsche Minderheit gibt, die ebenfalls zum lebendigen Austausch zwischen Deutschland und Ungarn beiträgt. Aber so wichtig unsere intensiven und produktiven bilateralen Beziehungen auch sind, der entscheidende Faktor ist aus meiner Sicht, dass unsere beiden Länder Mitglieder der EU sind. Das ist nicht nur deshalb entscheidend, weil Brüssel in vielen Bereichen den rechtlichen Rahmen absteckt, innerhalb dessen wir uns bewegen. Und auch nicht nur deshalb, weil die EU als starke Gemeinschaft von 27 unsere gemeinsamen Interessen sehr viel wirksamer vertreten kann, als das jedes unserer Länder individuell tun könnte, sondern auch deshalb, weil sich in dieser Mitgliedschaft unsere gemeinsame europäische Wertebasis widerspiegelt. Über diese Wertebasis ist in den vergangenen Monaten bekanntlich viel geredet worden. Ungarn hat in dieser Diskussion eine zentrale Rolle gespielt. Und weil wir das letzte halbe Jahr die EU-Präsidentschaft innehatten, waren wir in die Diskussion ebenfalls sehr stark involviert. Diese Diskussion, Sie alle haben das mitverfolgt, war alles andere als einfach. Aber sie war aus meiner Sicht unter europapolitischen Gesichtspunkten auch, sagen wir, sehr interessant. Denn im Kern ging es dabei nicht zuletzt um das Spannungsverhältnis, das sich zwischen dem Souveränitätsanspruch nationaler Politik und den europapolitischen Erfordernissen ergibt, die ja längst auch Teil einer europäischen Innenpolitik geworden sind. Die Lösung, die am Ende gefunden worden ist, ist, wie sollte es in der EU anders sein, eine etwas mühsame und schwierige Lektüre. Aber sie hat es im Endspurt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft erlaubt, einen Mechanismus zu finden, der den Einsatz von EU-Mitteln mit der Einhaltung rechtsstaatlicher Standards verknüpft und so den nächsten EU-Haushalt und den Aufbaufonds zur Bewältigung der Corona-Krise auf den Weg gebracht hat. Bitte lassen Sie mich nur kurz auf diese wegen der Rahmenbedingungen etwas ungewöhnliche Präsidentschaft zurückkommen. Vordringlichstes Ziel der deutschen EU-Ratspräsidentschaft war es, gemeinsam die Pandemie zu bewältigen und ihre Folgen abzumildern. Daneben stand im Vordergrund in der EU die Gestaltung der großen Transformationsprozesse unserer Zeit wie Klimawandel und Digitalisierung in Angriff zu nehmen, die Handlungsfähigkeit nach außen zu stärken und die EU besser für zukünftige Krisen zu wappnen. Und ich glaube, wir waren durchaus erfolgreich. Wir haben zum Beispiel mit der politischen Einigung über das Binnenmarktprogramm und das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont Europa
die Weichen für eine zukunftsorientierte europäische Politik in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, Binnenmarkt, Wissenschaft, Forschung und Bildung gestellt. Es war ferner eines unserer zentralen Anliegen, die Resilienz und die Souveränität der EU im globalen Wettbewerb zu stärken, damit sie unabhängiger wird von anderen wirtschaftlichen Großmächten, vor allem in Bereichen Technologie und Digitalisierung. Und wir sind auch entschieden eingetreten für einen freien, aber regelgebundenen Welthandel gegen Protektionismus und andere handelsbeschränkende oder diskriminierende Maßnahmen weltweit. Die gegenwärtige Pandemie hat, so mein Eindruck, zu einer gewissen Renaissance nationalstaatlicher Lösungen, zumindest vorübergehend, geführt. Sichtbar wird das an den Staus vor den Grenzübergängen. Ich bin vor 14 Tagen oder drei Wochen, 2,5 Stunden vor dem Grenzübergang Ungarn-Österreich gestanden. Und nicht nur dort, wie die Debatte über die Impfstoffbeschaffung zeigt. Aber mit einer solchen Wende nach rückwärts verlieren wir den Blick nach vorwärts in die Zukunft. Die globalen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, erfordern ein starkes, handlungsfähiges und deshalb einiges Europa. Eine starke EU, die unsere politischen und wirtschaftlichen Interessen nach außen hin vertritt, steht ja keineswegs im Widerspruch zur nationalen Souveränität, sondern garantiert sie im Gegenteil. Wir begrüßen daher, dass Portugal und Slowenien, unsere Trio-Partner in der EU-Präsidentschaft, weiter engagiert daran arbeiten werden, Europa gemeinsam wieder stark zu machen. So lautete das Motto unserer Präsidentschaft. Meine Damen und Herren, es gibt ein Prinzip, das sich wie ein roter Faden durch die deutsche und europäische Politik und damit auch Wirtschaftspolitik zieht, die fundamentale Bedeutung einer offenen, freien und pluralistischen Gesellschaft, die die Grundfreiheiten und zentralen demokratischen Prinzipien garantiert. Eine Gesellschaft ohne Grenzen, unnötige Grenzen und Hindernisse. Eine Gesellschaft mit möglichst wenig staatlicher Interferenz und eine Gesellschaft, in der sich eine freie, wettbewerbsgeprägte und dynamische, aber auch ihrer sozialen Verantwortung bewusste Wirtschaft bestmöglich entfalten kann. Nur eine solche Gesellschaft kann unseren Gesellschaften den Freiern und den Wohlstand bringen und sichern, den wir uns alle wünschen. Die Menschen in unseren beiden Ländern möchten diesen Weg des Erfolgs weitergehen. Wo immer es geht, tun wir dies gemeinsam. Als gute Freunde, die niemand trennen kann, um das letzte Wort, wie es sich gehört, noch einmal Kaiser Franz Beckenbauer einzuräumen, gemeinsame Chancen zu verwirklichen, wie das Motto der Kammer lautet, auch das passt sehr gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Christian M. Seben. Herzlichen Dank, Herr Botschafter Heindl und Herr stellvertretender Minister Magyar, dass Sie heute unsere Gäste waren und uns mit Ihren interessanten Vorträgen Ihre Sicht auf das vor uns liegende Jahr erläutert haben. Ich denke, dass heute deutlich geworden ist, dass auch 2021 ein schwieriges Jahr wird. Aber es gibt offensichtlich auch viele Gründe, um wieder optimistischer in die Zukunft zu blicken. Bei unseren Mitgliedern möchte ich mich für das große Interesse an unserer heutigen Veranstaltung bedanken. Ich darf Ihnen noch einmal versichern, dass die Kammer weiterhin an Ihrer Seite steht und Sie auch 2021 mit aller Kraft unterstützen wird. Ich möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, aber zum Schluss möchten wir noch einen wirklich sehr optimistischen Ausblick auf das Jahr geben. Die Deutsche Zentrale für Tourismus hat unter dem Titel I'm Dreaming ein Video gedreht, das nach dem reisefreien Jahr 2020 wieder Lust auf vielfältige Entdeckungsreisen macht. Vielen herzlichen Dank nochmal, dass Sie heute da waren. Auf baldiges persönliches Wiedersehen. Köszönöm szépen, viszontlátásra. We are living in unprecedented times. Only in our dreams can we travel. Using the power of our imagination, we can take ourselves wherever we wish. Where are you dreaming of? I'm dreaming of a hike through unspoilt nature. I'm dreaming of cycling through scenic landscapes. I'm dreaming of riding the waves
and of cooling off in the water. I'm dreaming of having fun and living life to the full. I'm dreaming of the adrenaline rush. What are you dreaming of? I'm dreaming of strolling through medieval lanes and alleyways. I'm dreaming of beautiful towns and captivating cities. I'm dreaming of whiling away the hours in cafes, of tasty street food and of fine dining. I'm dreaming of epic shopping. I'm dreaming of world-famous attractions and amazing architecture. I'm dreaming of meeting friends and making memories to last a lifetime. What are you dreaming of? I'm dreaming of regal palaces and fairy tale castles. I'm dreaming of culture and the arts, of theaters and museums, ballet and opera. I'm dreaming of buildings and monuments steeped in history. I'm dreaming of time-honored traditions and customs. I'm dreaming of making new friends and seeing new places. What are you dreaming of? I'm dreaming of panoramic views and the great outdoors. I'm dreaming of the sun on my face, the wind in my hair. I'm dreaming of soaring mountain peaks and crystal clear lakes. I'm dreaming of the sights and sounds of the forest. I'm dreaming of riverside picnics and walking in the hills. I'm dreaming of windswept moors and endless nature. What are you dreaming of? Auf Wiedersehen. We can't wait to see you again and to turn your dreams into reality. Destination Germany. Discover Germany from home.